Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Video. Und ihr habt sicherlich schon am Titel und am Thumbnail gesehen, heute schauen wir uns eine Mod für Jurassic World Evolution an, welche neuen Texturen, die im Spiel vorhanden schon sind, retextured, das heißt ersetzt durch andere Texturen. Und dadurch ändert sich halt sehr viel an der Optik. Ihr seht sogar schon wahrscheinlich hier im Hintergrund so ein bisschen. Hier ist schon so ein bisschen braun und sowas mit drin. Die Felsen sehen auch hier anders aus und sowas. Der Sand auch. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ist richtig, richtig cool, Leute. Ich will euch jetzt auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir werden uns das jetzt mal gemeinsam angucken. Die Mod habe ich unten auch in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Die könnt ihr da gerne mal ausprobieren. Beachtet aber die Installationsanleitung auf jeden Fall. Genau, wir schauen uns jetzt mal die verschiedenen Texturen an, die geändert wurden. Wir fangen natürlich direkt hier mit den Standardtexturen an. Hier wird noch das normale Bild angezeigt, also nicht wundern, aber das wurde alles leicht geändert. Das ist jetzt Gras hier, das seht ihr sogar schon hier im Untergrund. Das hat sich auch zum Original leicht geändert. Ich weiß nicht, ob ihr gerade das Original vor Augen habt. Ich kann ganz am Ende des Videos auch nochmal so ein Vorher-Nachher-Bild für euch einblenden. Dann seht ihr nochmal den Unterschied. Das Gras hat sich auf jeden Fall ein bisschen geändert. Ja, es ist detailreicher geworden und hat sich auch optisch halt ein bisschen verändert. Ich finde es sehr, sehr cool. Als nächstes haben wir hier die Felsen. Den Felsuntergrund. Und der hat sich auch geändert. Und ich finde, da sieht man das optisch auch eigentlich relativ gut. Was noch bei der Mod dazugeschrieben wurde, die Texturqualität ist von der Auflösung her gleich wie beim Originalen. Das heißt, die ist immer noch ein bisschen pixelig. Aber ich finde, es sieht schon... Na, man sieht auf jeden Fall den Unterschied zu vorher. Und ich finde, das Ganze sieht schon detailreicher aus als von der Standard-Mod. Ist natürlich jetzt schwer im Vergleich zu sehen, aber ich finde auch die Farbe hier ein bisschen schöner, muss ich sagen. Das ist nicht ganz so dunkel, das ist ein bisschen mehr, ja, brauner, finde ich. Und hier sind auch ein paar mehr Flecken und sowas drin von der Farbe her. Aber ich finde das schon sehr, sehr cool. Als nächstes machen wir mal den Sanduntergrund. Machen wir mal hier daneben. Kann man natürlich auch immer nur so halb machen, wie es auch vorher im Spiel war. Da hat sich nichts geändert. Und ich finde, der sieht auf jeden Fall viel, viel besser aus. Der sieht viel mehr aus wie so, ja, richtiger Sand, Wüstensand. Der vorher hat mir auch echt von der Textur nicht so richtig gefallen. Ich finde diesen hier um einiges schöner als den originalen Sand im Spiel, der momentan da ist. Als nächstes kommt meine lieblingsneue Textur, nämlich hier diese Schlamm, heißt es auf Deutsch. Ich nenne sie ja immer Dirt, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ey, der Dirt ist einfach mega cool. Der ist halt, ja, da ist der Unterschied halt auch insane, ne? Das war ja vorher nur so ganz leicht bräunlich-grün. Und jetzt ist es halt wirklich so ein richtiger brauner, ja, Erdeuntergrund. So wie man sich's halt wünscht. Und der sieht so cool aus. Was ist das denn hier? Das ist was Rotes. Seht ihr das? Keine Ahnung, was das ist. Ist aber nicht weiter schlimm. Aber der sieht so cool aus. Ach, hier sind ab und zu sogar so rote Sachen. Und das gehört wohl zur Textur. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Ich finde, der sieht so nice aus. Also sowas fehlt uns echt im Spiel. So ein richtiger Erduntergrund. Weil den sieht man auch ganz oft in den Filmen. Das werdet ihr auch ja, feststellen, wenn bald unser nächstes Bauparkprojekt, unser nächstes Parkbauprojekt losgeht. Weil das könnte sein, dass es heute noch startet oder halt die nächsten Tage. Ja, ich will aber noch nicht zu viel verraten. Ja, also das ist auf jeden Fall mein Favorit. Das sieht so unglaublich cool aus. Vor allem, wenn man das ein bisschen kombiniert hier mit Gras und irgendwelchen Bäumen oder so. Gerade die Redwood Trees, die passen mega gut dazu. Das finde ich richtig krass, wie gut das aussieht. Wir machen mal ganz kurz hier noch ein bisschen Gras weg. Dann guckt euch das einfach mal an, wie schön das aussieht. Es passt einfach so gut zu den Redwood Trees. Dieser Erdeuntergrund, der ist so nice. Es haben sich außerdem auch noch hier die Landschaftsfelsen geändert. So ein bisschen von der Farbe her. Da ist natürlich auch die Textur immer noch leider sehr matschig. Das hat aber auch der Mod-Ersteller reingeschrieben. Das wird hoffentlich noch überarbeitet, weil ich finde halt, dass die... Wenn man gerade so schöne Nahaufnahmen oder so macht, diese Felsen immer sehr, sehr pixelig noch aussehen. Also diese Textur hier sieht zum Beispiel ziemlich nice aus. Aber wenn ihr mal jetzt hier guckt, ja, der Felsen hat sich aber auf jeden Fall auch geändert. Der ist nicht mehr so dunkel, der ist ein bisschen heller geworden. Muss ich sagen, dass ich die auch schöner finde, die neue Textur hier. Vor allem passt die wirklich gut zu diesem Untergrund. Also dieser Untergrund hat es mir wirklich angetan. Dieser braune. Der ist richtig cool, aber der Sand auch. Und die neuen Felsen hier hinten auch. Das sieht alles so gut aus. Ist echt fast wie so ein neues Spiel. Guck mal, wie schön das auch zusammenpasst.
richtig nice, ne? Also damit kann man wirklich viel machen mit dieser Retext-Schamott. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, im Prinzip waren das jetzt so ein bisschen die Sachen. Wir müssen nochmal ganz kurz auf eine andere Map wechseln, weil eine Sache hat sich auch noch geändert. Und zwar sind wir jetzt hier auf Isla Penna. Und das liegt daran, weil es hier auf dieser Map, und ich glaube auf der neuen Isla Sorna gibt es das glaube ich auch, als einziges diesen Schieferuntergrund gibt. Und der hat sich auch geändert. Der ist jetzt viel, viel dunkler und detailreicher geworden. Sieht auch richtig cool aus, meiner Meinung nach. Sieht richtig aus wie so Vulkangestein, ne? Das andere sah ja echt eher aus wie so Kieselsteine. Das hier sieht wirklich so ein bisschen mehr aus wie Vulkangestein. Finde ich richtig, richtig cool. Und ich habe auch sogar vergessen, euch noch eine andere Sache zu zeigen, die sich geändert hat. Aber ich finde, das sieht so nice aus. Also die Texturen gefallen mir schon sehr, sehr gut. Was ich mir natürlich noch wünsche, ist eine höhere Auflösung für diese Texturen. Weil es sieht halt, wenn man richtig nah ranzoomt, also so geht es echt klar noch, wenn man so vom Weiten guckt, so von hier. Aber wenn man näher ranzoomt, sieht man schon, dass das ein bisschen pixelig ist. Also so eine bisschen höhere Auflösung der Texturen wäre nicht schlecht. Aber ich habe noch vergessen, euch zu zeigen, die Grasuntergründe haben sich auch so ein bisschen geändert hier mit den Büschen. Da seht ihr jetzt auch, das ist so ein bisschen ja, dunklerer Untergrund. Das haben die auch gemacht, damit das ein bisschen besser zu den neuen Terrain-Dingern und sowas passt. So cool, Leute. Guckt euch das an. Sieht so nice aus. Richtig, richtig cool. Also die gefallen mir richtig, richtig gut. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nochmal so einen kleinen Vorher-Nachher-Vergleich an. Jetzt seht ihr das Ganze nochmal ohne die gemoddeten Texturen. Und jetzt das Ganze nochmal mit den neuen gemoddeten Texturen. Falls ihr die gemoddeten Texturen auch mal ausprobieren wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Aber befolgt auf jeden Fall die Anleitung und macht ein Sicherheits-Backup von eurem Ordner, den ihr austauscht. Nicht, dass ihr da irgendwelche Schwierigkeiten oder sowas mit euren Spieldateien bekommt. Aber Leute, ich würde sagen, falls euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls noch weitere Mods kommen, die cool sind, werde ich die euch auf jeden Fall noch präsentieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.